Es sind traurige Nachrichten, die uns erreichen. Serienstar Ron Holzschuh ist im Alter von 50 Jahren überraschend verstorben. Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle als Bernd von Beinbach in der ARD-Telenovela Verbotene Liebe bekannt. Seit März 2019 machte er sich vor allem als Alles, was zählt, Star Niklas Nadolny einen Namen. Der Grund für seinen frühen Tod ist bislang unbekannt. Geahnt hat kaum jemand etwas. Zuletzt hat man den Schauspieler auf dem roten Teppich der UFA-Gala im Mai 2019 in Köln gesehen. Dort strahlte er an der Seite von Serientochter Alexandra von Satti für die Kameras. Sein positives Gemüt bestätigte sich auch auf seinem letzten Posting vor wenigen Wochen. Ich hab's fast vergessen. Heute ist ja Frauentag. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch von ganzem Herzen einen guten, wunderbaren, prächtigen Frauentag. Passt weiterhin so gut auf uns auf. Ihr seid eh unsere bessere Hälfte. Und ich umarme euch. Ich hoffe, dass die Welt immer friedlicher wird. Und dass die Grausamkeit vertrieben wird aus dieser schönen, leuchtenden Welt. Denn wo Licht ist, kann kein Schatten sein. Und wenn wir das alle und jeder für sich in uns erfahren, dann werden wir die Welt verändern. Darauf wirkt der Musiker noch kerngesund und optimistisch. Er gratuliert allen Frauen zum Weltfrauentag und appelliert an eine bessere Welt. Eine Welt, von der er nun gegangen ist.